Hi Leute, wir sind's, Christian und Sebastian. Jawohl. In einem meiner letzten Videos habe ich versucht, im Espit-Kocher und dem Trangia Spiritus-Kocher zu kochen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich verlinke euch das Video oben. Und in diesem Video, glaube ich, habe ich die perfekte Kochlösung gefunden. Zumindest die perfekte Kochlösung für uns. Was kochen wir uns heute? Popcorn. Popcorn machen wir uns. Genau, wir probieren einfach Popcorn aus. Schauen wir, ob das funktioniert. So, ich habe wieder mein schönes Täschele mit dem Espit-Kocher drinnen. Also der ist dieses Mal nicht drinnen. Denn dieses Mal habe ich, wie gesagt, den Trangia Spiritus-Kocher. Und außerdem unten ganz, ganz dünn drinnen das hier. Und das ist nichts anderes als so ein Mini-Hobo-Kocher, glaube ich, sagt man dazu. Und der müsste theoretisch perfekt mit dem Trangia Spiritus-Kocher funktionieren. Schauen wir uns das an. So, machen wir mal die Fläche ein bisschen frei. Einfach nur zur Sicherheit. Dann kommt unsere Schutzdecke auch noch drauf. Und auf dieser Schutzdecke kommt jetzt dieser komische Kocher. Und dieser Kocher hier, der besteht aus lauter Einzelteilen und wird einfach nur zusammengesteckt. Und einfach, naja, schauen wir mal. Wie viel Kocher hast du bitte? Schauen wir mal. Ob sich der. Naja, das ist ein eigener Kocher. Man kann nie genug Kocher haben, glaube ich. Ich habe geglaubt, du hast nur einen Kocher. Nein, das ist was ganz was. Schau dir das an. Bordschatz sein darf man halt nicht dazu beim Zusammenbauen von dem Ding. Aber so, schau. Ja, so, das war mal das. Dann gibt es dazu das hier. Das kommt meines Wissens da hinein. Das kommt da hinein. Alter, wie kann man so botschert sein? Das gibt's doch nicht. Kann man so botschert sein, Leute? Kann man, ja, gell? Schaut sich mich an. So, jetzt haben wir einmal das. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eine Übungssache sein, wenn man den 3-4 Mal aufgebaut hat. Dann ist man wahrscheinlich im Nu fertig. Das ist noch irgendeine spezielle Platte, die da unten reingehört. Jetzt wird man wahrscheinlich gleich wieder alles rausrutschen. Nein, nicht einmal. So, und dann kommt das da einfach noch da rein. Und das ist so ein Kocher, mit dem man normalerweise. Ich bin wirklich botschert, gell? Das ist unglaublich. So. Das ist ja peinlich, Alter. Das ist so ein Kocher, mit dem man normalerweise ein Feuer drinnen macht, also mit Feuer beheizt. Wie gesagt, ich versuche ihn heute mit dem Trangia Spiritus Kocher. Packen wir den Spiritus Kocher aus. So, den haben wir da. Der passt da auch wirklich ganz gut rein. Schau, passt super rein. So. Dann die Popcorn hast du in deinem Rucksack? In echt? Ja, wo? In echt. So, dann probieren wir das Ganze aus. So. Kocher reingestellt. Alter, ich hab schon Kocher angezündet. Hm, noch nicht. Jetzt. Jetzt brennt er, der Kocher. Jetzt hat die Flamme auch genug Platz, dass sie nach oben steigt. So, nicht so wie beim Espit-Kocher, wo ich mir mit dem Gitter die Flamme ausgelöscht habe. Da gibt es dann noch so Dinger zum draufsetzen. Die lasse ich jetzt weg, weil unsere Töpfe sind eh da, passen perfekt drauf. Dann für Popcorn braucht man Öl. Und das ist ein guter Tipp von mir. Das hier, da ist ein Öl drinnen.
Das sind so kleine Bettflaschenrohlinge. Die legt euch zu, die gibt es auch ein bisschen länger noch und größer für mehr Milliliter. Aus diesen Rohlingen werden Plastikflaschen gemacht. Die werden in der Industrie dann aufgeblasen sozusagen und dann hast du die normalen Plastikflaschen. Und diese Rohlinge hier sind mega hart und natürlich komplett dicht, um eben Flüssigkeiten zu transportieren. So, und unser Trangia-Kocher läuft, das ist super. Perfekt ist das. So, das heißt, wir geben da jetzt einmal Öl rein. Ah, nur ein bisschen was, weil ich glaube, das sollte ja nur bodenbedeckt sein oder so irgendwie. Und dann, wichtig, weil sonst fliegen sie uns weg, ist ein Deckel drauf. Sehr lustig, wenn man da so boom, boom, boom. Natürlich Leute, wenn es im Tarnmodus draußen unterwegs seid, würde ich euch dieses nicht empfehlen, weil das macht ziemlich einen Lärm. Aber wir wollen es einfach nur testen, schaffen wir es hier. Der Kocher selber. Nicht, dass der Topf runterfällt. Nein, der Kocher selber brennt. Wir brauchen einen Deckel lieber. Schön. Deckel drauf. Wofür haben wir einen? Deckel drauf. So. Und dann, liebe Leute, sehen wir uns, wenn es da anfängt zum Ploppen. Das war's. Okay, boah. Doch nicht, doch nicht. Seht euch das an, Leute. Ist das cool? Ein ganzer Topf frisches Popcorn. Ja. Geil. Cool. Ja, wir haben es eh schon in einer Schüssel. Also. Das funktioniert. So. Flamme aus. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was sagst du? Lecker? Irgendwie nicht zu gesalzen. Wir sind überhaupt nicht gesalzen. Aber für das, meine Lieben, habe ich ja diese Rohlinge. Ja. Und da gehen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Salz drüber. So. Ein bisschen durchschütteln das Ganze noch. So, gewürzt, gesalzen. Ja, warte, gib her. Gib in meine Hand. Ja, bitteschön. Vorsicht, genau. Heiß. Ja, heiß, Vorsicht. Heiß. Gell? Ja, noch ein kurzes Fazit. Diese Kombination aus Hobokocher, die Kombination aus diesem Hobokocher und dem Spirituskocher ist echt genial. Und das ist genau das, was ich wollte. Klein, absolut kompakt und perfekt, wenn ich alleine unterwegs bin oder wenn wir zwei unterwegs sind draußen, um uns irgendeine Kleinigkeit zu kochen. Für das ist das perfekt. Wenn man dann zu dritt oder so unterwegs ist, für das haben wir eh unser Trangia 27 sexuell oder wie das heißt, Kochgeschirr. Aber das ist perfekt, wenn man alleine oder zu zweit ist. So, ich probiere auch eins. Gesalzen. Oh, super. Mhm. Leute, wir genießen die Popcorn, dann können wir wieder sagen, verprügelt den Like-Button und abonniert den Kanal und ciaoi kakaoi papaui. Ciaoi kakaoi papaui. Kakaoi. Kakaoi. Ein Kakao wäre auch was Leckeres. Wir könnten uns, wenn du die Popcorn aufgegessen hast, noch einen Kakao machen oder so.